Moin Leute, Time ist hier. Wie große YouTuber und Streamer auf TikTok nach Geld betteln und sich dabei blamieren. Das ist natürlich ein Video, da gehen wir sofort rein, selbstverständlich. Der große YouTuber hat anscheinend seinen Weg zu TikTok gefunden. Komm, wir machen so. Verliererteam sagt, dass ABK der Geilste ist. Alle tippen. Ich mache gerade 1 gegen 2. Wir müssen Kuchen dazu überreden. Wir müssen. Was ist Tippen? Ist Tippen sowas wie Abstimmen oder ist Tippen Geld geben? Herzenspam? Likes, okay. Ich jetzt Haken sind jetzt wichtig, Freunde. Jetzt einmal Gas geben. Jetzt Gas geben. Geht alle runter vom Kubisch. Starry mit dem Super Galaxy. Freunde, wir haben noch eine Minute. Wir müssen den Abstand höher halten. Er wird gleich snipen wollen. Deswegen noch einmal Action. 10 Sekunden mal 2. Jeder von den Zuschauern kann dir 3 Punkte geben. Ja, tippt auf mein Gesicht. Yalla, ihr wolltet mich schon immer anfassen. Jetzt ist euer Moment. Auch viele Creator haben sich jetzt gedacht, ey, das ist eine super Sache, um dick Cash zu machen. Machen den ganzen Tag Lives auf TikTok diese Challenges und machen dann irgendwelche Bestrafungen. Was ist die Challenge? Ich versteh's nicht. Kacke. Versteh die Scheißplattform nicht. So eine Mistscheiße. Ich hab's nicht gecheckt. Mach Rolle. Nochmal Rolle. Die blamieren sich für. Also es ist doch Geld. Tippen ist eine Spende. Mal so für den Kontext, man macht so Matches und wer mehr Geld von seiner Community kriegt, der hat am Ende gewonnen. Wir müssen wieder die Sniper rausholen, wir müssen den Abstand wieder halten. Jetzt müssen wir aufholen, noch mehr Abstand, wir brauchen noch mehr Abstand, Freunde. Wie kriegt man mit noch mehr Abstand? Ist der Abstand jetzt liken oder Geld spenden oder ein Mix aus beidem? Das müssen wir einmal klären. Ist es mit Geld oder ist das mit Herz klicken? Es ist mit Geld. Der Abstand wird nur durch... Oh mein Gott. Wer mehr Geld kassiert, gewinnt. Wow. Echt jetzt? Welche Community mehr spendet, gewinnt? Oh Gott. Oh es ist fremdschamerregend, peinlich und maximal geldgeil. Die Rede vom heutigen Video sind die sogenannten TikTok-Live-Battles bzw. Live-Matches, bei denen oftmals wohlhabende Influencer wie obdachlose Menschen nach Geld betteln. Nur der Unterschied zwischen Obdachlosen und Influencern ist einfach, Obdachlosen geht es wirklich nicht gut, sie sind auf das Geld angewiesen und benötigen es einfach und Influencer möchten einfach reicher und reicher werden, indem sie ihre Zuschauer ausnehmen. Und in diesem Video geht es zum einen um diese ekelhafte Bettelei und um bekannte YouTuber und Streamer, die sich nun diesen TikTok-Battles hergegeben haben, obwohl sie es niemals nötig hätten und sogar damals immer meinten, dass sie das niemals tun würden, beziehungsweise selbst solche TikTok-Battles verabscheuen. Doch was genau ist eigentlich das Prinzip von solchen TikTok-Live-Battles? Eigentlich ist es ganz simpel, es gibt 2 Parteien bei einem Match. Die eine Seite, beziehungsweise Partei ist rot und die andere... Wieso bietet TikTok sowas überhaupt an? Sind die bescheuert? Das ist eine Funktion in der App. Seite ist blau. Welche Seite in binnen von wenigen Minuten mehr Punkte erreicht, hat dann später das Match gewonnen. Punkte kann man zum einen dadurch gewinnen, indem Leute auf dem Bildschirm tippen. Ist dann allerdings mühsam und aufwendig. Man bekommt halt nicht so viele Punkte dazu. Aber man bekommt vor allem sehr viele Punkte dazu, wenn einem gespendet wird. Die kriegen ja auch Geld. Die verdienen mit, ja, aber das ist ja, was ist das für eine Scheiße? Oh, das ist doch jetzt schon wieder dämlich. Denn wenn man Geschenke an eine gewisse Partei spendet, dann bekommt die gespendete Partei auch sehr viele Punkte dazu. Je höher der Betrag dieser Spende ist, umso mehr Punkte werden einem angerechnet. Da kann es dann auch schon mal sein, dass irgendein Zuschauer, der den Bezug zum Geld verloren hat, einem Influencer ein TikTok-Universum schenkt, welches sage und schreibe 525 Euro wert ist. Excuse me, what the fuck? By the way, wird auch ganz oft vergessen, wie viel eigentlich die Plattform TikTok von diesen Spenden einbehält, denn TikTok sah schätzungsweise ganze 50% der gesamten Spenden für sich selbst ein und der Streamer bekommt am Ende des Tages auch nur 50% davon. Das sagen aber die Livestreamer den Zuschauern natürlich nicht, denn kein Supporter möchte ja gern 50% seiner Spenden an die Plattform TikTok abgeben. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Und nur 50% geht dann wirklich an den Streamer. Beängstigend ist aber vor allem die Zielgruppe, die oftmals damit erreicht wird. Denn laut Statista gaben 73% der 16- bis 19-Jährigen an, die Plattform TikTok aktiv zu nutzen. Da es aber keine Umfrage gab, die ein noch jüngeres Publikum erlaubt hätte, kann man auch davon ausgehen, dass sehr viele Menschen auch unter 16 Jahre alt sind. Also TikTok ist vor allem bei jungen Leuten sehr, sehr beliebt und attraktiv. Es wirkt sich ja ohnehin schon sehr negativ auf die Konzentrationsfähigkeiten bei einem Menschen aus. Und als wäre das nicht schon genug, geben vor allem auch junge Menschen ihr Taschengeld für TikTok-Streamer aus. Und wie schlimm das ist und wie die Streamer ihre Kennt ihr auch diese TikTok-Streamer, die sich die ganze Zeit irgendwie einen Rasierer an den Kopf halten und sagen, bei so und so viel schneide ich mir eine Glatze und dann schalten da super viele Leute ein und dann nimmt er das immer höher, macht das irgendwie 40 Minuten und geht dann off? Das ist ja wohl die absolute, das ist ja die ekelhafteste Plattform überhaupt, das ist so krank.
Wurde gebannt? Geil. Das macht der eine, das machen doch bestimmt mehrere. Da schon mehrere gesehen, die das machen. So eine Scheiße, ey. Die ziehen das Stunden durch. Kacke. Jetzt haben wir wieder das Problem. Die letzten zwei Streams hatte ich auf TikTok gemacht. Sind einfach unglaublich viele Leute auf TikTok. Die Plattform ist shit. Viele Creator, die meisten Creator sind shit. Die Rechte auf der Plattform sind shit. Alles ist shit. Aber da sind halt wahnsinnig viele Leute. Und wir hatten letztens einfach nur meinen Stream auf TikTok gerestreamt. Und ich habe pro Stream irgendwie 4.000, 5.000 Follower gemacht. Also Twitch hat das ja aufgegeben, dass du exklusiv bei Twitch streamen musst. Das gibt's nicht mehr, die Klausel. Deswegen kann man auch auf TikTok parallel streamen. Und das ist schon krass. Das ist schon extrem krass, wie viele Leute dann auch von TikTok auf Twitch gekommen sind, um den Stream zu schauen. Also rein aus unternehmerischer Sicht profitiere ich, wenn ich auf TikTok parallel streame, sehr davon. Aber wenn die Plattform jetzt so eine Scheiße hat, ist scheiße jetzt wieder. Jetzt habe ich wieder die Kacke. YouTube geht nicht. Nee, auf YouTube darf man nicht parallel streamen. Man darf auf Instagram und TikTok parallel streamen, aber auf YouTube oder Mixer oder Facebook Gaming nicht. Das ist wieder die Riesenkacke. Naja, dann benutzt halt so Battles nicht. Naja, ich unterstütze dann aber trotzdem eine Plattform, wo es diese Battles halt gibt. Und auch die Kommentare bei TikTok sind einfach nur krank. Und auch die ganzen Copyrights und Rechte, das ist einfach völlig scheiße. Alles ist scheiße. Zuschauer dazu manipulieren, immer mehr Geld zu spenden und welche Summen da fließen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Bestes Beispiel ist hierbei wirklich der alle echte Apo RED. Wirklich, du kleiner Go. Es gibt wirklich super viele Streamer, die nach Spenden betteln, die auch auf TikTok schon eine gewisse Größe haben. Da ich aber jetzt ausschließlich bei YouTubern und Twitch-Streamern geschaut habe, was die dort so veranstalten, musste ich feststellen, dass Apo RED der größte Bettler von allen ist. So zielt er immer wieder darauf ab, dass die Leute ihm doch endlich mal Geld spenden sollen, damit beispielsweise ein KuchenTV eine Strafe bekommt und er "Ich liebe ABK" sagen muss. Komm, wir machen so, Verliererteam sagt, dass ABK der geilste ist. Leute, alle tippen. Okay, weißt du was? 1 gegen 2. 1 gegen 2. Leute, alle tippen. Warte. Tippen ist wirklich Geld geben. Es gibt keine andere Möglichkeit, um zu tippen. Leute, 1 gegen 2. Wir müssen richtig ernst machen. Alle tippen. Ich mache gerade 1 gegen 2. Freunde, wir müssen gleich auch mal alle liken und tippen. Wir müssen Kuchen dazu überreden. Wir müssen. Keiner weiß es im Chat. Ah, okay, man kann liken, aber man kann auch Geld geben und Geld geben bringt deutlich mehr. Geld ist aber 1000-mal krasser, okay. Ihr wisst Bescheid, das ist sehr wichtig. Leute, wir müssen gewinnen. Freunde, 1 gegen 2. Wir machen gerade 1 gegen 2. Wann ist mal 2, Digga? Wann ist mal 2? Leute, wir brauchen noch ein bisschen, halbe Minute. Jetzt Karten sind jetzt wichtig, Freunde. Jetzt einmal. Boah, ist das krank. Jetzt einmal wichtig. Jetzt, Leute, jetzt ist wichtig. Jetzt müsst ihr Alfred schnell Geld geben. Gas geben. Geht alle rüber zum Kubisch. Leute, die letzten 20 Sekunden, Freunde, das ist sehr wichtig. Ihr wisst, worum es geht. Leute, let's go. Let's go, Freunde. Einmal Action. 10 Sekunden noch. Du hast gerade 2.000 Leute, komm. Leute, wir müssen gewinnen. Ja, ja. Ganz schnell noch. Wichtig. Oh, ja. Die Leitungen sind jetzt frei. Ja, genau. Wir öffnen noch Leitung 17, Leitung 19 und Leitung 28. Sieht jetzt offen. Der Hotbuzzer brennt. Der brennt. Zugeschlagen. Wer ist in der Leitung? Aber auch... Oh, Vegeta mit dem Baba-Galaxy-Hasen. Also, es ist wirklich einfach nur peinlich. Und noch peinlicher ist es, dass die Leute ihm wirklich noch Geld spendeten und KuchenTV dann am Ende des Tages wirklich weniger Punkte bekam, weshalb er dann die Strafe durchziehen musste. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum traurigsten Punkt. Denn diese Zuschauer spenden den Streamer nicht, weil sie die Streamer cool finden, zu ihnen aufsehen oder sonstiges. Nein, es wird den Streamer nur gespendet, damit man sehen kann, wer welche Strafe durchziehen muss und wer sich jetzt im Stream zum Ei oder zum Deppen der Nation macht. Deshalb entstanden dann auch folgende Clips als... Das ist so krass peinlich, ne? Das ist so krass. Aber es sind irgendwie immer die gleichen. Bestrafungen. Bell! Mach Rolle! Nochmal Rolle! Bell! Zunge raus! Stellt euch vor, euer Vater spielt immer den harten Kerl und sagt jedes Mal, was Sache ist. Und dann schaut ihr euch auf TikTok um und seht einfach das hier. Ey, wirklich kein Bock mehr. Wie kann man sich bitte so zum Ei machen? Und oftmals ist es ja so, dass die Strafen immer schlimmer und schlimmer werden und man sich immer mehr steigert. So gab es zum Beispiel einen Typen namens Engelsgesicht, der als Bestrafung in seinen Fernseher reinschlagen musste. Ja. Wo wuchs denn an, was zitiert? Das, meine lieben Freunde,
sind TikTok Live Battles. Das ist die Plattform, bei dem sowas als Unterhaltung gewertet wird und man doch einfach nur seinen Spaß haben möchte. Sorry, aber wenn das Unterhaltung sein soll, dann will ich einfach nicht mehr. Wie kaputt muss ein Mensch bitte sein, um das witzig oder unterhalten zu finden? Das ist einfach nur komplette Verblödung, absolute Erniedrigung und vorbildlich geht hier niemand in diesen Streams um. Leider muss ich das jetzt ebenfalls hier ansprechen. KuchenTV hatte bei diesen Streams ebenfalls mit teilgenommen und naja, nicht wirklich sein Bestes dazu gegeben. Ich muss sagen, ich liebe ABK, ich liebe ABK. Warum macht der KuchenTV mit? Das verstehe ich auch gar nicht, hä? Das verstehe ich nicht. Das ist doch voll dumm, das, oder? KuchenTV wäre doch jetzt auch so einer, der ein Video dagegen machen würde, was die da machen, aber er ist mit drin irgendwie. Ich liebe ABK, ich liebe ABK. Ich würde es feiern, wenn er jetzt ein Video gegen sich selber machen würde. Das wäre geil. Wenn er sagt, wie scheiße das alles ist und dann einfach so welche Ausschnitte zeigt. Das ist echt... Wie viel habe ich? Dollar verdient, du Frauenschläger! Du hast gerade erst 8 Stück! Komm, hau die in die Presse, Mann! Du machst dir wieder mehr Videos gegen ihn! Ich liebe ABK! Recording. Mach mal gegen Kühlschrank, scheißegal! Ich hab dich doch besser! Oh, ABK! Oh, du bist der Beste! Oh, ABK, du bist der Beste! Hä? Ich das gucken wir uns hier an. Ich habe eine ganz andere Sache erwartet, als ich aufs Video geklickt habe. Ich bin komplett schockiert. So. Schämst du dich nicht? Schämt ihr euch nicht alle für das, was ihr dort veranstaltet? Ey, ich muss ehrlich sagen, ApoRed war der Einzige, der sich in der Situation am besten verhalten hat, denn er hat den Stream direkt verlassen, nachdem er die Scheiße gesehen hat. Ein Leon Mascher und KS-Reek sehen aus wie die letzten Vollidioten, aka Mobber, die jemanden anstiften, extrem Dummes zu tun. Also dicken Disrespect an diese Vollgoofies. Und KuchenTV findet es unterhaltend, sich so zu präsentieren? Sorry, aber ich kann darüber echt nicht lachen. Ich finde das wirklich extrem fremdschamerregend. Ich bin natürlich jetzt auch nicht die Zielgruppe, aber wir als Meinungsblogger waren doch immer gegen so eine Scheiße, was die Jugend... Ja, das meine ich ja. Das meine ich doch. ...komplett verblödet. Und jetzt sehe ich, dass KuchenTV genau den gleichen Spaß dort abgezogen hat. Ey, da bin ich ehrlich gesagt komplett enttäuscht, weil ich mir sicher war, dass er sich gerade die letzten Monate eigentlich echt wieder gefangen hatte. Ich hoffe bei Gott, dass ich solche Livestreams in der Konstellation nie wieder sehen werde, weil das ohne Witz kein Mensch aushält und ich mich wirklich unfassbar fremdschäme. Man sieht halt einfach so gut, wie weit Menschen für so eine Unterhaltung gehen. Wenn ein Mann sich als Hund verhält, jemand seinen Fernseher für das Geld kaputt schlägt oder man ich liebe ABK stöhnt, dann weiß ich auch nicht, wo es hierbei noch irgendeine Grenze gibt. Und das Traurige ist einfach, viele Jugendliche werden sich so eine Scheiße abgucken, sich selbst zum Deppen. Wie viele Viewer haben die denn? Was sind denn da so Maßstäbe? Wie viel Geld machen die mit so einem Stream? Und wie viele Viewer haben die? 4 bis 5.000, okay. Okay. Machen, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Weil sie merken, ey, bei anderen Streamern funktioniert das ja auch. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr wirklich dazu beigetragen habt, dass diese Plattform immer mehr verdummt, auch die Jugend immer mehr verdummt und sich daran irgendwie ein Beispiel nimmt. Auch enttäuschend ist, dass mittlerweile Montana Black selbst auf der Plattform TikTok angefangen hat zu streamen und nicht nur irgendwas zu streamen, sondern er hat ebenfalls TikTok-Battles gemacht und das lief halt komplett krank, denn er machte mehrere tausend Euro in binnen von wenigen Minuten. Jeder kann dir... Jeder von deinen Zuschauern kann dir 3 Punkte geben. Also einfach auf mein Gesicht tippen, oder was? Ja, richtig. Ja, tippt auf mein Gesicht. Jalla, ihr wolltet mich schon immer anfassen. Jetzt ist euer Moment gekommen. Was für ein Ding. Er bekam, by the way, in der ersten Runde 136.000 Punkte, was über 1.600 Euro betragen könnte. Im zweiten Battle bekam er 139.000 Punkte, was auch nochmal so ein ähnlicher Betrag ist. Und im dritten Match machte er 113.000 Punkte. Also er sahnte binnen weniger Minuten mehrere tausende Euros ab, nur weil dort ein Battle stattfand. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Und das Problematische an seinen Streams ist jetzt... Aber was mir nur das Prinzip erklärt. Das erste Drücken ist free. Aus dem Kontext gerissen. Ja, also das, was die anderen machen, wird Monte und Abo auf gar keinen Fall machen. Niemals. Nicht, dass er auf TikTok angefangen hat, einfach einen Livestream zu starten. Das nicht. Das Problem ist eher, dass jetzt noch mehr Leute im positiven Sinne auf diese TikTok-Battles aufmerksam geworden sind und das ebenfalls nachahmen, weil sie merken, dass das Geld bringt. Als ich mir die Streams von den jeweiligen Streamern hier ansehe... Kann man das auch ausmachen? Ich hatte damals ja in Finnland, Helsinki, haben wir den allerersten TikTok-Stream angemacht, weil wir auch nicht wussten, wie das ist. Und dann wurden mir auch die ganze Zeit irgendwelche Hüter aufgesetzt, Schnauzer verpasst, irgendwelche brennenden Bälle und Rosen flattern rein. Das waren irgendwie auch 600 Euro in kürzester Zeit und in den Trends. Kann man das ausmachen? Also kann man auf TikTok streamen, ohne dass der ganze Scheiß dazu kommt? Okay, gut.
ist mir auch aufgefallen, dass kein einziger von diesen Livestreams irgendwo unterhaltsam oder sinnvoll war. Also irgendwie hat es nichts beigetragen. Keine gute Konversation, man hat sich nur zum Hampelmann gemacht und es fand eine peinliche Ansage nach der anderen statt. Also wenn das die neue Art von Unterhaltung ist, dann muss ich ehrlich sagen, bin ich an der Stelle wirklich raus. Lieber bin ich auf Twitch und man kann mir dort freiwillig Geld spenden, weil es mir halt als Content Creator einfach gegönnt wird, als dass ich mich für TikTok Live Battles hergeben muss, damit ich dann dort nach Geld bettel. Und das dann nur, um keine Strafe zu bekommen. Digga, also wirklich, kannst du dir nicht ausmalen. Sehr perfide Angelegenheit und ich persönlich würde mich einfach nur extrem schämen, wenn ich Teil dieser Battle-Ära wäre, um den Kindern und unschlauen Erwachsenen Geld aus den Taschen zu ziehen. By the way, sorry, falls ich ein bisschen erkältet klinge, denn zufälligerweise bin ich erkältet, meine Stimme kackt ab und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Haut rein, ciao. Krass. Das ist ein neues Level von Scheiße erreicht worden. Das ist auch nochmal, jetzt wieder ein ganz anderes Level von TikTok wieder. Was für eine Kacke. Scheiße.